Hallo und willkommen beim Stretching Podcast, der Podcast zum Thema Stretching und Flexibility Trainings für alle Tänzer im deutschsprachigen Bereich. Hol dir hier noch mehr Tipps und jede Menge Motivation für dein Stretching. Mein Name ist Stefanie Iser, ich bin die Gründerin von Caesars Stretching, dem ersten deutschen Online-Stretching-Programm, speziell für Pole-Dancer und Aerialisten. Und ich möchte dir hier noch mehr Motivation auf deinem Flexi-Weg mitgeben. Hallo Flexi-Lady, schön, dass du wieder da bist und schön, dass du vielleicht gerade in der Situation bist, wo du einfach deinen Schweinehund bekämpfen möchtest, aber es selbst nicht schaffst und dadurch einfach ja, einen kleinen mentalen Insektenspray, sage ich jetzt einmal, brauchst, damit du jetzt gleich loslegst und ab auf die Matte gehst. Ich würde dir gleich einmal empfehlen, wenn du gerade zu Hause bist und den Podcast anhörst, dann setz dich vielleicht schon mal auf deine Matte, mach's dir einfach mal bequem und freunde dich mit ihr an, weil du wirst jetzt dann wahrscheinlich etwas länger Zeit auf ihr verbringen. Zumindest wäre das das Ziel. Ja, da kommen wir eben zum Thema Schweinehund, Sofortbekämpfung. Und zwar kennen wir das alle. Wir kennen es alle, auch ich kenne das immer wieder. Ich habe immer wieder mal Tage, sie passieren, ich muss ehrlich sein, mittlerweile, vor allem in Bezug auf das Stretching und Akrobatik, ich liebe das einfach, passiert eher weniger, dass ich mit meinem Schweinehund zu kämpfen habe, aber er meldet sich trotzdem immer mal wieder. Also so, ich sage jetzt mal, alle 2-3 Wochen, ja, meldet er sich schon einmal ordentlich und dann muss ich einfach auch gegen ihn ankämpfen. Ja, kurz nur zur Erklärung, was ist eigentlich unser innerer Schweinehund? Das ist einfach der Hund in uns, der einfach nichts tun will. Der will Bequemlichkeit, das ist die Komfortzone, kann man auch sagen. Aber in der Komfortzone passiert einfach nichts. Da verändern wir uns nichts. Wir verändern unseren Körper nicht, wir verändern uns nicht und es passiert nichts. Und ihr wisst es ja schon, ich sage es immer wieder, von nichts kommt nichts. Genau. Und ja, manchmal muss man einfach ganz bewusst sagen, okay, der innere Schweinehund würde jetzt gern ganz bequem in der Komfortzone bleiben, aber ich weiß, nur außerhalb der Komfortzone, dort passiert die Magie. Und deswegen muss ich jetzt ganz bewusst einfach etwas tun. Ist nun mal so. Ich habe es euch auch schon oft gesagt, ich weiß, es ist nicht immer einfach. Und wenn es doch so einfach wäre, dann würden wir alle in Handständen herumspazieren oder in Brücken. Überall würden die Menschen in Spagatten sitzen. Stellt euch das mal vor, das wäre eine geile Welt, das wäre wohl meine Traumwelt. Aber so ist es nun mal nicht. Ein Spagat ist nicht so einfach wie einfach auf der Couch sitzen. Und dafür muss man halt einfach etwas tun. Ja. Und wir kennen das bestimmt alle. Es ist ziemlich hart in so einer Phase, es dann doch durchzuziehen. Und ich weiß das auch. Weil man denkt sich dann, beziehungsweise der innere Schweinehund, der ist ja richtig gescheit. Der ist richtig gescheit. Weil der schmeichelt dir ja. Der sagt nicht einfach, komm, wir sind jetzt heute faul, sondern, weil das wäre ja eine Entscheidung, der fängt an, mit dir zu diskutieren. Und dann hast du diese eigenen inneren Diskussionen. Und dein innerer Schweinehund, der schmeichelt dir, der sagt dir, oh, du hast jetzt heute so einen harten Tag gehabt. Du warst so fleißig, du hast schon so viel geleistet. Gönn dir einfach mal Entspannung. Ab auf die Couch, Netflix-Serie einschalten, hol dir vielleicht noch Popcorn, Chips, mach's dir ganz bequem und mach am besten nichts. Und ja, da gibt's viele verschiedene Dinge. Also ich habe schon Diskussionen mit meinem Hund gehabt, wenn man sich einmal auf diese Diskussion einlässt, aber innerlich irgendwie doch ehrgeizig ist und man will ja eigentlich was tun, dann kann diese Diskussion führen bis
was weiß ich. Ich weiß noch, da bin ich einmal im Auto gesessen, ich wollte unbedingt ins Studio noch fahren und dann sind mir Sachen gekommen im Auto wie, naja, dein Tank ist ja fast leer, erspar dir das, den Laptop hast auch zu Hause vergessen, das heißt, du kannst nicht deine Playlist aufdrehen, die du sonst immer hast, als hätte ich kein Handy, als würde es kein Radio im Studio geben, aber gut. Und als würde ich nicht sowieso tanken müssen, weil ich ständig mit dem Auto irgendwo hinfahre. Also wirklich, diese Diskussionen, die gehen ja bis ins Nirvana, sage ich jetzt mal, weil der Schweinehund, vor allem der innere Schweinehund, wenn der jetzt gerade präsent ist, einfach faul sein will, der kann dann schon mal ein richtiges Arschloch sein. Und oftmals, wenn du dann nachgibst und wenn du schwach wirst, wenn du dich auf diese Diskussion einlässt, dann passiert nichts. Weil dann denkst du dir, ach ja, stimmt. Ich habe halt schon so viel getan, nur kein Stretching. Und ich werde mich jetzt auf die Couch hocken und gammeln. Und da ist schon einmal ein ganz kleiner Tipp am Rande. Deine Couch. Die fängt nicht an, also der wachsen keine Füße, wo sie plötzlich spazieren gehen kann und dann läuft sie dir davon. Deine Couch steht immer an dem Ort, wo du sie hingestellt hast und wartet dort ständig auf dich. Das heißt, nach einem, sagen wir mal, 30 Minuten Stretching, was eigentlich eh relativ schnell geht, ist deine Couch immer noch da. Das heißt, du musst ja nicht auf das verzichten, sondern du schiebst einfach noch davor etwas ein, und zwar etwas für deine Flexi-Träume, und danach empfängt dich deine Couch immer noch. Und dein Schweinehund ist dann noch stolz auf dich, weil dann warst du so richtig fleißig und dann hast du dir die Couch so richtig verdient. So kann man es auch, ja, bedenken. Die Couch läuft dir nicht davon, die wird danach auch noch da sein. Aber gut, ich gebe dir jetzt hiermit 3 Tipps, und zwar 3 Sofortbekämpfungstipps, wie du jetzt sofort auf der Stelle deinen Schweinehund besiegen kannst und dann gleich nach dieser Podcast-Folge oder sogar schon während der Podcast-Folge drauf los stretcht. Und das verspreche ich dir. Wenn es nicht funktioniert hat, dann bitte schreib mir auf Instagram und du bekommst einen speziellen, liebevollen Tritt in den Hintern von mir höchstpersönlich. So, so viel dazu. Also, mein Tipp Nummer 1 gegen den Schweinehund. Wenn du merkst, und das merkt man ja meistens schon, man merkt, man ist komisch, man will faul sein, man hat einfach keinen Bock, jeder kennt das Gefühl, wir sind alle nur Menschen, wir haben dieses Gefühl immer mal wieder. Sobald du das merkst, musst du deine Energie wieder raufholen. Du hast so eine Power in dir. Jeder von uns hat diese Power in sich. Jeder von uns hat diese Motivation in sich. Aber manchmal muss man einfach sie bewusst hochholen, beziehungsweise bewusst graben oder bewusst mit irgendwelchen Mittelchen arbeiten, damit diese Energie plötzlich da ist. Und das kannst du, das kann jeder. Und was hilft da? Das ist Tipp Nummer 1, Musik. Ja, ganz einfach. Du drehst dir am besten mit irgendwelchen geilen Boxen, damit du so richtig geile Musik hast. Also nicht nur Handy und so, sondern wirklich geile Musik mit geilen Klang. Drehst dir sofort Musik auf, deine Lieblingsmusik am besten. Wirklich so ein richtig gutes Lied, wo du sofort dich bewegen willst. Da kommt die Energie, du merkst das schon. Bah, ich muss springen, ich muss mich bewegen, ich muss einfach tanzen, aber so richtig tanzen. Du kannst auch völlig verrückt durch die Gegend springen. Was glaubst du, wie viel Energie und Power du dann in dir hast, wenn du einfach mal wie verrückt durch die Gegend hupfst? Und ja, ich mache das sehr oft. Und ja, es motiviert unglaublich. Wenn ihr fragt, woher ich meine Energie habe, Musik, blöd herumhupfen, blöd tanzen, einfach mal Spaß haben. Und das kann eben ein Lieblingslied von dir sein. Das kann aber auch, und das mache ich oft, das kann auch ein Lied, irgendein lustiges Lied sein. Oder irgendein Lied aus deiner Vergangenheit, was dich an alte Zeiten erinnert, was so richtig die Power in dir hochholt. Also, das kann auch, also ich drehe mir dann manchmal auch einfach auf YouTube eine Playlist aus den 90ern
auf und tanze dazu wie verrückt, weil es einfach Spaß macht und weil es einfach die Energie hochholt. Und ich sage euch, das ist wirklich einmal der Insektenspray gegen den Hund. Weil während du diese Musik aufdrehst und das holt ja was in dir hoch, da kommt die Energie. Dein Schweinehund ist gleich einmal so klein. Und wenn du dann noch dich körperlich dazu bewegst, du aktivierst deinen Körper, dann willst du danach dich gleich noch mehr bewegen. Das heißt, ich verspreche es dir, wenn du 1, 2 oder 3 Lieder aufdrehst, deine Lieblingslieder oder irgendwelche alte Lieder oder irgendetwas einfach, wo man sich sofort bewegen will, ich bin mir sicher, dein Schweinehund ist gleich sowas von klein und du willst dich danach gleich mehr bewegen und gehst ab auf die Matte. Tipp Nummer 1, Musik. Tipp Nummer 2, und der hilft wirklich bei jeder Diskussion, weil sobald wir uns einlassen auf diese Diskussion mit dem Hund, geht das ja immer weiter. Der diskutiert, der will uns von seiner Bequemlichkeit überzeugen, der schmeichelt uns, der Hund. Und das ist Ende nie. Das geht bis ins Ende, bis er das hat, was er will, bis du auf der Couch sitzt und einfach nur herumgammelst. Und deswegen ist das jetzt dein Satz, der dir immer hilft. Bei jeder Diskussion mit dem Hund. Und am besten, wenn du gerade merkst, boah, dein innerer Schweinehund ist gerade sowas von riesig, dann schrei diesen Satz einfach mal durch die Gegend. Und zwar, das ist folgender Satz: Ich mach's einfach trotzdem. Wurscht, was dir dein Hund sagt, warum du nicht stretchen solltest. Egal, was dir alles im Kopf herumgeistert, warum du jetzt nicht auf die Matte gehen solltest. Dieser Satz, ich mach's einfach trotzdem, ist sofort ein Switch in deinem Hirn, wo dein Hund nicht mehr weiter diskutieren kann. Weil egal, was er sagt, die Antwort ist immer, ich mach's einfach trotzdem. Und das schreist du am besten laut durch die Gegend. Ich schreie das auch sehr, sehr oft. Das motiviert dich dann noch mehr, da kommt noch mehr Energie hoch, wenn du einfach mal schreist. Ich bin mir sicher, wie viele von euch schreien nicht? Ich bin mir sicher, es gibt so, so viele, die schreien einfach nicht. Und das ist super, man darf schreien, man darf laut sein. Und wenn du diskutierst mit deinem Hund, schreist du laut, ich mach's einfach trotzdem. Und dann geht's gleich, und das hängt eigentlich zusammen, Tipp Nummer 2 und Tipp Nummer 3, gleich auf die Matte. Sofort. Vom Schreien allein wirst du nicht flexi. Das ist einfach einmal nur, dass dein Schweinehund die Fresse haltet. Und dann muss gleich darauf Tipp Nummer 3 folgen. Du gehst auf die Matte und machst es. Ab auf die Matte. Einfach machen. Und ich schwöre es dir, das hilft einfach so unglaublich. Wenn mich jemand fragt, wie motivierst du dich? Was machst du, wenn du mal keinen Bock hast? Einfach machen. Wirklich. Diesen Satz, den du schreist, ich mach's einfach trotzdem, in die Tat umsetzen. Und es machen. Und ich sag's dir, mach's einfach mal nur für ein paar Minuten. Geh auf die Matte, fang mit deinem Warm-up an für ein paar Minuten und ich schwör dir, du wirst es dann durchziehen. Und du kannst dir selber nur denken, okay, passt, ich gehe jetzt da mal für 5 Minuten auf die Matte und ich probiere mal, ob es geht oder nicht. Ob ich Bock habe oder nicht. Und ich bin mir sicher, in 90% der Fälle bleibst du dann dort und ziehst es durch. Weil wenn du einmal angefangen hast, der Anfang ist meist das Schwere. Und wenn du einmal angefangen hast, dann bleibst du dabei und dann machst du es einfach trotzdem. Und das ist auch das, was du jetzt sofort machen solltest. Denn ich weiß, du bist da, weil du große Ziele hast. Du bist da, weil du deine Flexi-Träume verwirklichen möchtest. Du bist da kein fauler Hund. Du möchtest etwas tun. Und deswegen hörst du dir diese Folge auch an. Weil du gerade vielleicht mit deinem Schweinehund diskutierst. Weil du einfach nur Motivation willst. Du hörst dir die Folge an, weil du Großes in die Tat umsetzen möchtest. Und wenn du diese Ziele umsetzen möchtest, hol dir mal hervor, was ist dein Ziel? Was sind deine Ziele 2020? Was sind deine Ziele für die nächsten 5 Jahre? Wie möchtest du dich bewegen können? Welches Flexibilitätslevel möchtest du erreichen? Und jetzt frag dich selbst, wie kommst du dorthin? Wie? Beantworte mir die Frage. Oh yes, mit dem Stretching. Und deswegen weißt du, was du jetzt zu tun hast. Du
machst es einfach trotzdem. Jetzt sofort. Weil du möchtest nicht mit deinen Flexiträumen ins Grab wandern. Du möchtest sie in die Realität umsetzen. Und ich weiß, du machst es. Ich weiß, du wirst Ende des Jahres 2020, Dezember oder Jänner 2021, wirst du mir ein geiles Vergleichsfoto schicken. Du wirst sagen, schau Steffi, ich habe meinen Schweinehund besiegt. Schau, was ich geschafft habe. Ich habe es geschafft und ich bin sowas von stolz auf mich. Hol dir mal dieses Gefühl hoch. Hol es dir hoch. Dieses Gefühl, dass du deine Ziele erreicht hast, dass du sowas von stolz auf dich bist. Und nimm dieses Gefühl jetzt mit auf die Matte und gib alles los. Geht's. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, Flexi Lady. Und wenn dir diese Podcast-Folge gerade geholfen hat, wenn sie dich motiviert hat, bitte teile es auf Instagram. Ich freue mich immer so, wenn ich sehe, wer sich den Podcast anhört und wenn ich sehe, wem ich damit motivieren konnte. Ich würde mich freuen und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß auf der Matte. Weg mit dem Schweinehund. Du machst es einfach trotzdem. Los geht's!